Hallo allerseits. Hier ist der Rayman und der Ohne. Und willkommen zur Episode 3 von Maniac Mansion auf dem C64. Und hier haben wir unseren lieben Dave, der hat gerade im Zwischengeschoss dem grünen Tentakel zu essen und zu trinken gegeben. Und aus dem Grund lässt das Tentakel uns jetzt auch vorbei. Deswegen gehen wir jetzt wieder zum Bernard zurück und laufen mal hierhin, weil Bernard immer noch unser Hauptcharakter ist. Beziehungsweise schauen wir, ob das so ohne weiteres geht. Ich habe da mal sowas gehört. Gucken wir mal. Ach, mit Hauptcharakter meinst du denjenigen, der die ganzen Sachen trägt? Ja, geht alles. Genau, denjenigen, der die Sachen trägt. Ah, ja. Genau, jetzt fehlt nämlich das grüne Tentakel. Weil da gab es auch noch so einen netten Gag, den haben wir jetzt nicht ausprobiert. Mhm. Wenn Grüntentakel und einer der Charaktere da drin ist, kommt kein Dritter dazu. Weil man sich einfach nicht die Mühe des Managements mit den ganzen Charakteren machen wollte. Da sagt dann derjenige, der hochgehen will, ah, da sind schon zwei oben, die lasse ich mal ruhen. Ah. Okay, also wir wollten in diese Tür mal schauen. Und hinter dieser Tür ist Dunkelheit. Mal wieder, ja. Da ist ein Kabinett. Oh, da haben wir ein rotes Licht. Ah, ich weiß, wo wir sind. In der Dunkelkammer. Da sind wir in der Dunkelkammer, richtig. Und wir können dieses Licht anschalten. Ja, und hier in der Dunkelkammer ist ein Vergrößerungsapparat. Ein Schreibtisch, ein Entwickler. Ja, die Lampe und entsprechende eine Kartei. Und können wir die aufmachen? Die sind abgeschlossen. Dann werden wir wohl wieder einen Schlüssel brauchen. Da werden wir wieder einen Schlüssel benötigen, ja. Die Frage ist, ob wir das hier überhaupt benötigen, weil du sagtest ja, ohne diesen Fotografen, wo wir den Entwickler ja auch nicht brauchen, brauchen wir vielleicht die gesamte Dunkelkammer nicht. Also es ist jetzt Spekulation. Ich gehe auch davon aus. Also ich glaube, ich habe sogar noch gar nie mit Michael durchgespielt, muss ich jetzt sagen. Ja, dann müssen wir das dann eigentlich müssten wir es mal machen, ja. Mal so als Bonus später, wenn man mal einmal durch ist, dass man dann sagt, so jetzt schauen wir, was für speziell mit manchen Charakteren fertig ist. Ja, also die Dunkelkammer ist sicherlich Michaels Welt und nicht Bernards Welt. Wobei man ja auch sagen muss, also Bernard, der jetzt hier in Physik gut Ahnung hat, hat sicherlich auch bei Fotografie ein bisschen Ahnung. Und ich könnte es ihm zutrauen, dass er damit umgehen kann, aber okay, jetzt laufen wir mal einmal außen rum. Ja, die Wegfindung ist, sie führt zum Ziel, aber verquer. Da wurden sogenannte Walkboxes einen Boden unsichtbar eingetragen, wo die Charaktere überhaupt laufen können, und dann hat es da Wegfindung dazu gegeben. So, hier ist besonders interessant, da haben wir einen Flur, das sagen wir jetzt mal der dritte Stock. Es ist wirklich dritter Stock, oh Mann. Wir haben Erdgeschoss, erster Stock war ein zweiter, na eigentlich müsste es erst zweiter Stock sein, weil das eine ist Zwischengeschoss. Also dritter Stock, wenn wir das mit dem Entwickler als zweiten Stock sehen, aber ich würde fast sagen, der Entwicklerraum ist so eine Art Zwischengeschoss, weil das nur ein einziges Zimmer. Auf jeden Fall ist das der obere Stock. Und hier haben wir Tür und schöne Pflanzen noch dazwischen. Sogar Pflanzen, die leben. Das ist doch auch was. Und noch eine Tür und noch eine Tür. Ja, super. Welche Tür sollen wir nehmen? Tor 1, Tor 2, Tor 3. Tor 4 oder Tor 5. Oder Tor 5. Nehmen wir doch mal ganz rechts. Links zurück. Ja. Mal schauen. Yay, das ist... Die Pflanze lebt, ja, das ist doch cool, oder? Ich weiß nicht, ob wir sie anfassen sollen. Ja, das ist eine Frage. Guck mal, Man-Eating Plant. Man-Eating. Bit me. Es hat mich gebissen. Ja, auf jeden Fall die Man-Eating Plant. Die ist hier sehr aktiv. Aber sie ist schade, die kommt in Day of the Tentacle nicht vor, oder? Nein. Die geht ein bisschen ab. Hier haben wir eine Schreibmaschine, ja, sowas ganz Historisches. Ein Direct Response Terminal, die Schreibmaschine. Auch nicht schlecht. Ja, genau. Ja. Und da gibt es einen kleinen Schreibtisch. Und kann man den aufmachen? Nein.
das geht Bild vielleicht mal lesen. Naja. Ja, schauen wir mal, ob man das Bild lesen kann. Ein Familienporträt mit Ed, Edna und Fred. Ja, ist nichts zum Lesen drauf. Ja, es ist schon schade, dass man manche Sachen nicht anschauen kann. Das ist wie so eine Pflanze. Interessant ist rechts die Wand, die ist nicht fertig gestrichen. Ja, genau, die ist nicht fertig gestrichen. Hast du nicht noch einen Pinsel und... Walk to Paint Blotch. Da ist ja. Warte mal. Ja. Wenn wir es jetzt nicht fertig streichen, vielleicht ist was überstrichen worden. Das könnte sein, ja. Wollen wir da mal speichern und den Farbentferner probieren? Das probieren wir doch glatt mal aus, ja. Da probieren wir den Farbentferner draus. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir machen mal Paint. Ja, boah. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da ist eine weitere Tür und die machen wir doch gleich mal auf, wenn es geht. Ja, sie geht auf. Yeah. So, und da ist jetzt eine Leiter. Ja, das sieht so aus, als ging es da auf den Speicher. So, und jetzt ist die Frage, was haben wir denn da alles? Können wir da was suchen? Was sehen? What is light? Light ist gut. Schauen wir mal, turn on light. Nicht hat light. Light, wo ist ein Light? Komm, light. Wires. Okay, da sind offene Kabel. Light da. Ja, light. Ich hab's gerade gehört. Und an diesen hat er sich wohl einen Schlag geholt, aber offensichtlich noch keinen tödlichen. Denn wir sind nicht in einem Sierra-Game. Da hätten wir jetzt definitiv wieder laden müssen. Sehr interessant, okay. Da ist ein Kabel, das aber kaputt ist. Kann man das fixen? Vermutlich. Ja, ich würde sagen, also wenn hier schon das Verb fix ist, dann wird man das auch fixen können. Nur offensichtlich haben wir jetzt ein Problem, wenn wir es nämlich anfassen wollen, dass das nicht so ohne Weise geht. Also wenn ich fix while with, ja, aber with, es fehlt noch etwas zum Fixen. Immer noch. Ist immer noch. Ja. Au. Das hast du dreimal. Habe ich hier irgendwie versehentlich fünfmal hingelangt. Wieder. Ja, okay. Also auf jeden Fall, das ist unter Strom, aber nicht in Ordnung. Also vielleicht erstens A, den Strom ausschalten in einem anderen Zimmer. Dann B, das reparieren mit etwas, was wir noch finden müssen. Ja. Und C, dann wieder den Strom einschalten. Und dann können wir D, das benutzen, was wir zuvor nicht benutzen könnten. Was wir aber noch gar nicht gefunden haben. Ja, also da gibt sich noch einiges. So, das Boarded-Up-Window kann man auch nichts machen, oder? Oder dass man aufmacht. Kann man das vielleicht öffnen und dann die Bretter entfernen? Nein, die Bretter bewegen sich nicht. The boards won't budge. Gut, okay, da können wir noch nicht viel anstellen. Brauchen wir die Crowbar. Da brauchen wir eine Crowbar, wenn wir das wollen. Und die Schreibmaschine bringt uns wahrscheinlich auch wenig. Schauen wir mal, ob wir das tun können. Ach ja, mit was auch immer. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Wenn wir Wendy haben, dann kann man mit der Schreibmaschine und dem Meteor-Manuskript dieses Meteor-Manuskript verbessern. Ah. Ja, und in der Fireplace. Können wir da irgendwas anstellen mit der Fireplace? Was der Bernhard dann jetzt machen kann als Spezial. Der Bernhard, ja, da müssen wir erst was Technisches. Wenn wir was Technisches finden, da könnte der Bernhard vielleicht uns dabei helfen. Mal sehen. Also, ich weiß nicht, die Drähte reparieren, ob das jeder kann. Das, das ist eine so gute Punkt, Frage, ja. Das könnte sein. Ja. Ist das für den Bernhard? Mhm. Gut. Fireplace. Ob man dann Feuer machen muss? Ja, weiß ich nicht. Es hat geläutet. Es hat geläutet? Es hat geläutet. Okay, dann müssten wir schnell mal zum Dave. Läutet schon wieder ein zweites Mal. Dann gehen wir mal zum Dave. Ei. Ist jetzt zum Dave? Du warst zu ihr, ne? Ja, aber der Dave aus dem Weg. Ach so. Schon wieder? Okay, dann lassen wir den Dave mal da sein und gehen gleich zu ihr. Ist auch egal, wenn der Dave gefangen wird, dann wird der Dave mal gefangen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zu Razor, die ist draußen. Und Cutscene. Ja, Cutscene. Daher wird jetzt wahrscheinlich gerade Dave erwischt sein. Genau. Oh. Aber dann sehen wir das auch mal. Armer Dave. Ja, gut. Pech für Dave.
ich hab dich ins Verlies, Eindringling. I got you to the dungeon, intruder. Und da sind wir im Verlies. Too bad you weren't on my side. Aha, zu schlecht, dass du nicht auf meiner Seite bist. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Insbesondere die Frage, wie können wir ihn überzeugen, dass wir auf seiner Seite sind? Okay, jetzt muss er dann wieder kommen, ne? Schauen wir mal, was passiert. Dann will er uns einfach fangen, wenn wir nur vor der Tür stehen. Wenn wir jetzt reingehen wären, wäre es wahrscheinlich was anderes. Das könnte sich natürlich überlegen. Aber schauen wir mal, was passiert. Und ob er überhaupt noch rauskommt, muss man sich eigentlich überlegen. Er ist ein Verlies gewesen, vom Verlies geht er jetzt raus. Falls er so tut, das ist jetzt interessant, eigentlich würde er wahrscheinlich vorne hinkommen, gucken, ob das Paket ist, würde das Paket auch mitnehmen, ist was. Und was er tut, genau, wenn das Paket weg ist, dann müsste er erscheinen. Kann ja nicht sein, dass wir das jetzt unterbrochen haben, dadurch, dass Dave im Verlies war, auch eine Wunschschau zu haben. Verlies und mehr würde schon eine Cutscene sehen, wenn da nochmal Ed kommt. Aber ja, Ed könnte davon kommen. Ja. Genau, Dave ist im Verlies und hier ist eine Tür. Und die zu öffnen, ja, die ist natürlich verschlossen. Schlecht. Was haben wir denn noch alles? Hier sind vergitterte Fenster, Kerzenhalter. Sind da Kerzen drin? Sieht ja nicht danach aus. Können wir die nehmen? Ne, kann er nicht ändern. Da ist wieder ein vergittertes Fenster und da ist offensichtlich jemand, der hier schon länger liegt. Ein gut, dass jetzt Bernard nicht da ist. Ja, Bernard würde das nicht wissen. I wonder if I know him. Ich frage mich, ob ich den kenne. Jetzt okay. Jetzt haben wir diese Cutscene. Kate Cutscene. Nein, eine andere. Get away from me, you purple slime geek. Don't touch me. Geh weg, du purple Schleimbolzen. Nicht anfassen. Purple Tentacle. Purple Tentacle. Stop playing with the lab experiments. Nicht mit den Experimenten spielen. Bring her, the machine is ready. Bring sie, die Maschine ist fertig. Ja, das gehört auch dazu. Wir brauchen natürlich ein schreiendes Mädchen. Ja, gut. Offensichtlich geht es weiter. Und Dave hat noch sich gefragt, ob er den da kennt. Secret Lab. Hier ist das Secret Lab. Das Geheimlabor. Kann man auch nichts lesen. Auf jeden Fall ist das Geheimlabor etwas komisch, dass es natürlich gerade beim aus dem Verlies heraus zu erreichen ist. Ist relativ gut versteckt. Hier haben wir zwei Vorhängeschlösser. Da brauchen wir zwei Schlüssel. Da brauchen wir schon einige Schlüssel. Ne? Wir haben bisher nur einen einzigen Schlüssel gefunden, aber schon eine Menge Schlösser. Da gibt es noch einiges zu suchen. It doesn't seem to open. Das geht nicht auf. Ja, ein Stockwerk. Noch ein Stockwerk. Kann man das Skelett nicht untersuchen? Das Skelett habe ich vorhin gelesen. Also, wir können es natürlich mal mitnehmen. Falls es geht. Na, das macht er nicht. Wenn ich es gelesen habe, fragt er sich, ob er den kennt. Okay. Genau. So, aber hier ist noch etwas Interessantes. Hier ist nämlich ein loser Stein. Und wie hast du den jetzt gesehen? Da habe ich einfach mal geklickt. Irgendwo kommt hier ein loser Stein. Ach du meine Güte. Ja, da ist nicht einfach. Wie soll man denn da drauf kommen, bitte? What is? Und klicken. Es ist Pixel Hunting. Also diese Adventures sind noch nicht ganz so klar. Wie kommen wir drauf, dass das Grüntentakel Wachsfrüchte möchte? Es ist ja, das kann man ja ausprobieren, indem man alles gibt. Aber und hier ist auch viel Trial and Error. Also im Endeffekt müsste man, um es genau zu nehmen, nochmal jeden Raum mit What is abfahren. Und Pixel Hunting machen. Mhm. Hier, manche Sachen weiß ich noch so gerade, deswegen gebe ich sie als Hint. Und wir müssen hier nicht jede Episode 30 Minuten lang Pixel Hunting machen. Mhm. Auf jeden Fall können wir den ziehen. Ne, können nicht ziehen, aber können wir drücken vielleicht. Push. Loose Brick. Okay. Aha, irgendwas hat sich getan. Da hat sich was getan. Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn wir den drücken, dann geht die Tür auf. Nur. Aber ich habe sie, glaube ich, wieder schließen hören. Und wahrscheinlich sehen wir nicht, dass sie offen ist, oder? Doch, ja. Wir haben gerade gesehen, es ist aufgegangen. Nur dummerweise
bringt. Geht es auch gleich dazu. Also wir sehen schon, wenn ein zweites Kind hier reinkäme, dann käme man wahrscheinlich dann raus, weil einer kann dann drücken, der andere kann abhauen. Das heißt also, unser lieber Dave wird jetzt hier den Knast bewachen. Ja, gut, dass wir hier keine Items haben. Gut, dass wir keine Items haben, ja, richtig. Ja gut, im Notfall müsste halt sonst einer in den Knast gehen. Was man machen kann, irgendwie mal. Müssen wir halt runter in den Keller. Ja, genau, müssen wir runter in den Keller. Das stimmt. Aber erstmal muss sie, will ich mal, dass sie ausprobiert, ob sie ein Klavier spielt. Genau, das ist es schon. Jetzt gehen wir mal mit ihr in den Klavierraum. Ja, also der Ed ist nicht mehr gekommen, weil der hätte die Tür auch zugemacht. Das haben wir unterbrochen. Dadurch, dass der Dave im Weg war, haben wir leider unterbrochen. Na, schade. Ja, schade. Aber Ed hätte, glaube ich, sie gefragt, ob sie das Paket gesehen hätte. Und dadurch, dass sie das Paket genommen hat, hat sie es natürlich nicht. Wir können auch jetzt gleich nochmal das Paket mal anschauen. Read Package. An Weird Ed. An den verrückten Ed. Und sind wir mal so, machen wir es mal auf. Etwas, hier kommen ein paar unbenutzte Briefmarken davon weg. Gut. Briefmarken. Ja. Stimmt, hat er Briefmarken gesammelt. Genau. Ja, hat Briefmarken gesammelt. Ja, Briefmarken gesammelt hat er in der danach erst. Genau. Nur, er hat dann, hier haben wir ja schon mal einen Hinweis bekommen darauf, dass wir Briefmarken brauchen. Genau. Ja, klar. So. Schon klar. Und aber das Paket ist nicht großartig. Ich kann nichts mehr machen. Ah, sie öffnet es nicht für mich. Ja gut. Dann können wir mit dem Paket nichts mehr weiter direkt anfangen. Aber ich kann mal so sagen, das Paket könnten wir Ed geben. Dann mag uns Ed. Aber nur ihn, nur sie. Oh. Mhm. Wow. Immerhin etwas. So, dann lassen wir sie das Piano mal benutzen. Use Piano. Offensichtlich kann sie gut spielen. Gut spielen. Und was hier ebenfalls fällt, es gibt leider keine Special-Animation. Aufzeichnen und vielleicht dann damit was anstellen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Briefmarken. Ja. Und das Paket. Dann waren die nicht abgestempelten Briefmarken auf dem Paket drauf. Ja. Die offensichtlich hat er sehr seltsam. Ja, hat wohl jemand vergessen abzustempeln. Und sind auch leicht runtergegangen. Aber offensichtlich, Briefmarken sind was. So, gehen wir mit ihr auch mal ein Stück weiter rauf und gucken mal, was wir machen können. Ja, man mag also durchs Haus rennen, da wünscht man sich schon teilweise eine Abkürzung, so wie später bei Day of the Tentacle, wo man einfach den Chrono John für manche Sachen verwenden kann, weil hier, wenn ich einem Kind was geben muss, dann müssen sie sich tatsächlich treffen und kann ich einfach rüberbringen. Muss ich jetzt nicht ganz außen rum gehen? Jetzt konnte sie hinten rum. Ja, das ist wahrscheinlich Wegfindung. Vielleicht war der Weg von Dave verstellt, der andere. Ein bisschen komisch ist es schon. Gut. Ach stimmt, die haben ja noch x Türen. Hier sind noch x Türen, ja. Wollen wir mit ihr eine durchschauen oder gehen wir zum Bernard hinter und lassen den weiterschauen? Puh, gute Frage. Dann machen wir es gleich mit ihr. Ja, dann gehen wir mit ihr mal dahin. So, was haben wir denn da? Ein Sarkophag mit Fernsehantenne. Auch nicht schlecht. Was kann man denn da was lesen von dem? Wahrscheinlich da nicht. Ist nichts zum Lesen. Kann man ihn aufmachen, öffnen. Ja. Ist eine Mumie drin.
Nee, da sieht es ja aus, als sei keine Mumie drin, aber was haben wir hier? Ein Kissen. Kann man das nehmen? Ja, nein, wie geil. Nee, kann sie nicht. Und was ist hier? Ein kleiner Fernseher. Ein TV. Kann man die anschalten? Ach ja, es ist nur kriegt der Ameisen drauf, so wie es aussieht. Statisch. All I get is fuzz. Ja. Dann, was ist das hier? Surplus Body Parts. Überflüssige Körperteile. So, egal, Razor sagt da, jock. Was da Bernard wohl sagen würde. Kann man das lesen? Na, finde ich es nicht. Finde ich es nicht gut. Und hier haben wir einen Playboy-Kalender. Das müsste ja gefallen. Ne? Kann man den lesen? Ja, der Playboy-Kalender. Sie bräuchte ja eher den Playgirl-Kalender, stimmt, wahrscheinlich. Ja. Mai 1972 und Teds Todestag ist angekreuzt. Teds Todestag. Hunk-O-Matic Machine. Schade, dass man ihn kann anschauen, fällt mir schon. Es gibt nichts zum Lesen, kann ich sie benutzen. Hunk-O-Matic Machine. Ja, offensichtlich kann man sie benutzen. Und jetzt? Das ist so eine Art Krafttrainer. Krafttrainer, ja. Ah, sie hilft sich stärker. Sie stärker, das ist doch schon nicht schlecht. Und da haben wir ein Poster. Miss Mummy von 1982. Okay, da gibt es noch eine Tür für Rollstuhl geeignet. Und das ist eine Toilette mit einer Badewanne drin. Und einem zerbrochenen Spiegel. Und einem zerbrochenen Spiegel, ja. Ein Schwamm. Ja, ein Schwamm, ein zerbrochener Spiegel, ein Sink. Ich glaube, der Schwamm wäre dazu da, um den Entwickler aufzusaugen, der dann durch diese Sache durchgetropft ist. Bringt uns also auch nichts großartig. Oh, okay. Ja. Jetzt mal den Duschvorhang auf die Seite ziehen. Den Duschvorhang da auf die Seite ziehen. Ja, der sieht schon schwer danach aus, als könnte da was dahinter sein. Ja, da ist was. Da ist die Mumie. Für die gute Edna. Mhm. Genau, und da sehen wir auch die Mumie. Ist wieder sowas. Da ist der Cursor, geht hinter der Mumie vorbei. Mhm. So wie auch der Cursor hinter der Razor vorbeigeht. Also offensichtlich die Mumie ist, was sich bewegend ist. Und da steht For Good Edna. Und irgendwas hinter der Mumie, was wir nicht sehen. Drück mal die Mumie. Genau, kann ich die drücken, ja. Oder ziehen. Ne, die wird nicht geschaltet. Wird nicht akzeptiert. Mhm. Ja, auch leider andere Charaktere kann man auch nicht auswählen. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke, da muss man wahrscheinlich eine andere Lösung finden, wenn man die auf die Seite kriegen muss, weil die auf die Seite zu gehen, wäre natürlich nicht schlecht. Da ist ein Fenster, können wir das aufmachen? Nein, das Fenster öffnet sich nicht. Okay, kannst du die Toilettenspülung ziehen? Die Toilettenspülung, ja, gucken wir mal. Pull Chain. Noch überbringen sollen. So, das war's. Kannst irgendwas die Toilette runterspülen? Ja, also die Sache, die ich dabei habe, warte ich jetzt sicherlich nicht die Toilette runterspülen. Und vor allem, was bringt es mir, die Toilette runterzuspülen? Also auf jeden Fall, was es bringt, ist, ich bin stärker geworden. Das könnte ja schon mal ein bisschen helfen. So. Ich habe aber noch keine Idee, wozu. Ja, mir kommt da schon so eine Idee, was man machen könnte. Jetzt können wir auf jeden Fall mal weiter gucken und schauen mal, wer. Was das da ist. Okay. Hier haben wir Ed. Und Ed mag natürlich keinen Intruder, gibt mir aber eine Möglichkeit zu sagen, was ich will. Und ich gebe ihm das Paket. My Commando Package. Now you have to find my plans. I lost them somewhere. Er sucht Pläne, die er irgendwo versteckt hat. You see, the evil meteor has turned my father into a madman. Aha, ein böser Meteor hat seinen Vater in einen Verrückten
nennt. Und I must break into the lab and save him. Ich muss in das Lab einbrechen und ihn retten. I need my commando package and plans. But I lost them. Ja, ich brauche die Pläne und das commando package, aber ich habe sie leider verloren. Come back when you have it. Hello, my cute little hamster. Also, wenn du sie wieder hast, dann bring sie zurück. Hallo, du süßer kleiner Hamster. Geil, da oben fliegt ein X-Wing. Genau, und da haben wir einen X-Wing-Model. Das kann man sogar anklicken. Ja, oder? Das kann man anklicken. Read X-Wing-Model. Da ist nichts zu lesen drauf. Ah, und der Plan da jetzt, der an der Wand hängt? Fighter Jet Model. Kann man da was lesen? Den Plan, der ist sicherlich auch gleich. Da ist auch nichts zu lesen drauf. So, Strategic Commando Chart. Kann man die lesen? Macht keinen Sinn. Doesn't make any sense. Ich glaube, das ist der ursprüngliche Plan des Hauses von Programmiergestalterischen her. Mhm. Also, wenn wir hier schauen, Eingangsbereich, Küche, Raum dahinter und so weiter. Das war einer der ursprünglichen Pläne, die sie so toll fanden, dass sie sie dann haben eingebaut. So. Jetzt gibt es natürlich schon einige Dinge, die wir beim Ad anstellen sollten, wo wir ihn idealerweise aus dem Zimmer heraus haben sollten. Achso, du kannst jetzt nichts mitnehmen, wenn er da noch drin ist. Ich kann schon, aber dann mag ich mich definitiv noch. Nehmen wir. LFLU, Raw. Whatsoever. Pennant, ein Fähnchen für eine, möglicherweise eine Universität. Hier haben wir auf jeden Fall ein Sparschwein. Und den Hamster. Münzen drin. Ja, da sind Münzen dran. Richtig, wir wollen eigentlich beides haben, aber wir sollten Ed vielleicht draußen haben. Das heißt. An der Tür klingeln. Jetzt hat er ja sein Päckchen. Wäre aber eine gute Frage, was denn passiert, wenn er an der Tür klingelt. Ich warte auf jeden Fall jetzt mal, wollen wir das machen? Ich gehe jetzt mal mit Burnout da rein und schau mal, was passiert. Weil entweder passt es, okay, oder er wird den Burnout ins Verlies stellen. Wenn er den Burnout ins Verlies stellt, dann ist er weg. Auch möglich, ja, stimmt. Dann können wir was anstellen. Na, das geht auch. Ja, wow. Ja, gut. Jetzt ist die Frage, entweder wir nehmen uns ein paar Sachen, was er nicht mögen wird, und dann hasst er uns wieder in Zukunft und steckt uns wieder ins Verlies. Ja, hast du nicht gesagt, er mag jetzt nur sie? Ja, das hat er mir eigentlich gedacht, aber offensichtlich ist mein Burnout auch in Ordnung. Dann, obwohl, wenn du jetzt mit ihr nochmal rausgehst, ja, und dann zurück zu Bernard switcht. Schauen wir mal, was passiert. Du meinst, dass er dann plötzlich... Dass er dann, ja, dass vielleicht jetzt nur solange sie im Raum ist, dass das dann geblockt ist. Also offensichtlich kann Bernard hier was tun. Ne? Gehen wir raus, gehen wieder rein und schauen. Achso, hinter ihr. Also. Ah, jetzt, okay. Hello. Ah, sag nur Hello, come see me when you have plans. Ah, okay. Ja. Also sprich, wir haben jetzt für alle Kinder die Aufgabe von ihm bekommen. Mhm, genau. Für alle freundlich. Richtig. Okay, dann machen wir weiter. Also wir brauchen ich möchte auf jeden Fall den Hamster haben. Und ich möchte also das schon. Aber wir gehen einfach mal weiter. Und nachdem als nächstes vielleicht die Gefahr bestehen könnte, dass da was ist, weil jetzt gehe ich wieder zu Razor. Und gehen wir hier in dieses Zimmer. Also ich weiß ja schon, was da drin ist, deswegen schalte ich jetzt mal um auf Razor. Guck mal rein. Und da haben wir Ednas Zimmer. Ein unwelcome visitor. Ist wieder rausgerannt. Ja, kann rausrennen. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt waren wir... Ah, okay, sie rennt ja nach. Okay, gut. Oh, schade. Jo, macht nichts. Jetzt ist Edna auch weg und jetzt gehe ich mit Bernard in Ednas Zimmer. You're lucky you're not a boy. Or you'd be in big trouble now. Zum Glück bist du ein Mädchen, sonst wärst du in großen Schwierigkeiten. So, jetzt sind beide im Verlies. So, dann gehen wir jetzt mal ganz schnell zu Bernard. Das ist auch vielleicht eine schnelle Möglichkeit runterzukommen. Weil jetzt ist nämlich sie unten im Verlies. Schauen wir mal, ob wir da was finden können, was wir mitnehmen wollen. Da ist ein Schlüssel. Small Key, Pick up Small Key, das ist gut. Ei. Kann ich raufgehen und abhauen? Wir gucken mal, ob wir da raufkommen.
sie rennt kommt auf jeden Fall hinterher. Nach, ja. Schauen wir mal, ob sie ins nächste Zimmer auch nachkommen, wenn da oben ist. Da ist noch eine Treppe. Da ist noch eine Treppe, ja. Oh, Frage ist, ob sie jetzt... Ja, schauen wir mal. Da in das Dunkle mit reinkommt. Das Dunkle, ja, das ist die Frage. What is? Ja, what is, ja klar. Hahaha, ich bin auch der Held. Aber sie ist bisher nicht nachgekommen. Ist hier überhaupt was? Da muss irgendwas sein. Ja. Ah, da ein ist Painting. Ein Painting. Eigentlich denke ich, müsste ich... Ah, Moment mal. Wir haben doch ein Flashlight. Ja, klar. Dann schalten wir das doch mal an. Turn on Flashlight. Okay. Ah, ja, ah, ja, 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 da ist doch was. Turn on Light. So, Flashlight. So viel turn zum off. Pixel ja, das ist, im Dark. Genau, Pixel Hunting ist schlecht. Und da hier haben wir ein Bild. Das sieht ja super toll aus. So. Bild? Ich klicke auf aufs Bild und der rennt nach hinten. Naja, genau, da kann man da was lesen. Read painting. There's nothing to read on it. Okay. Da ist nichts so weit drauf. Das Fenster. Kann man das Bild irgendwie wegziehen? Ah, da ist ja was. Und da haben wir einen Safe. Können wir den aufmachen? Ich schätze nicht. Was? Ah, okay. Da muss man wohl eine Combo eintippen, wenn man den Safe aufmachen will. Oder was tun? Das war falsch. Wahrscheinlich, ja. Das hat nicht funktioniert. Was haben wir denn da noch unter? Möglicherweise ist die Kombi im Bad. Aber möglicherweise ist die Kombi im Bad, ja. Was haben wir hier drunter? Da sind auch ein paar kleine Zahlen. Scroll Number. Okay. Kleine gekritzelte Zahlen, Scroll Number. Und die kann man. Die sind zu klein zum Lesen. Okay. Vergrößerungsglas? Ja, wenn wir Vergrößerungsglas hätten. Gut. Kommen wir hier noch vernünftig raus. Das Fenster nicht, oder? Das Fenster ist nicht mehr klickbar. Okay. Gut, ich denke, da wird uns Edna wahrscheinlich auch ins Verlies stecken. Da kommen wir an ihr wahrscheinlich nicht vorbei. Aber das ist jetzt nicht. Das ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Aber ich bin ein Mann. Ich hab dich. Wie, how silly of me. I should have tied you to my bed. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. So, damit sind wir jetzt alle drei im Verlies vereint. Ja, perfekt. Gut. Perfekt. Perfekt auch, um euch diese Episode mal wieder ein Ende zu führen. Dann werden wir in der nächsten Episode aus dem Verlies entkommen und weitermachen. Schauen, wie wir endlich Sandy machen. Ein sehr spannendes Ende für heute. Ein sehr spannendes Ende, ja. Alle gut. Im Verlies gelandet. Also, wenn ihr uns was hinterlassen wollt, dann bitte kommentieren oder liken und subscriben oder alles gleichzeitig. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr mich auf Twitter erreichen. Das wäre dann twitter.com/okona1up. Und wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Macht's gut. Ciao. Bye, bye.